Du hast sicher schon gehört, dass man mit einem herkömmlichen Outdoor-Wasserfilter keine Viren filtern kann, weil die einfach zu klein sind. Nanometer und so. Nicht so bei dem neuen Crail. Der funktioniert mit als Ionenaustauscher und durch Drücken. Wenn du wissen willst, was er kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Berlinscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist er, der Crail. Made in USA, ganz frisch. Und in den USA ist er ja schon in der Szene ein bisschen ein Begriff. Vielleicht auch bei dir schon, aber die meisten, wenn ihr die ansprecht darauf, sagen, was ist das? Es ist ganz simpel. Du hast einen Behälter, das ist der Behälter. Da füllst du das Wasser rein. Wir machen das dann nachher auch noch. Setzt dann danach hier den Filter an. Also das hier ist das Filterelement. Schraub das jetzt ab. Da hier ist dann nachher der Auffangbehälter. Das heißt, durch diesen Filter wird hier, da kommt das Wasser rein und da kommt das gute Wasser wieder raus. Ja, mit einem Bajonettverschluss wird das zugemacht und dann wird durch das Wasser da durchgepresst. Es ist einerseits ein Ionenaustauscher, was auch immer das ganz genau ist, aber es ist auf jeden Fall so klein, das Filtermaterial, wenn ich das jetzt so sagen darf, dass auch Viren nicht durch können. Und es ist auch Aktivkohle in diesem Filter eingebaut und dadurch kann man auch gewisse Chemikalien rauskriegen. Aber auch das schauen wir uns noch genau an und ich werde auch einen aufschneiden und dir genau zeigen, welche Elemente da drinnen sind. Also, insgesamt, nur ganz kurz zu den technischen Daten, ungefähr 100 Gramm. Also ich habe das Teil bei Amazon gekauft, gebe da natürlich unten den Link und ich gebe da natürlich auch den Link zu mir auf den Survival-Blog, weiß nicht, ob du das schon kennst. Da gibt es eine genaue Beschreibung und nähere Details zu diesem Filter, auch was Wartung und so weiter betrifft. Also schau dir das ganz einfach an. Aber, so, schau mal her. Da ist so ein, ich trinke da raus. Ja, das kann man dann auch verschließen, total verschließen. Man muss es aber zum Filtern aufmachen, das werden wir dann auch nachher noch sehen. Und dann gibt es, das kann man natürlich auch aufschrauben. Und hier ist jetzt dieser ominöse Behälter, wo eben das Wasser reingefiltert wird. Das zeige ich dann auch alles. 100 Gramm ungefähr. Du kannst damit, und das ist halt der Nachteil dabei, weil das ganze Teil und speziell auch diese Filterkartuschen kosten halt ein bisschen Geld, 250 Liter kannst du damit durchfiltern. Nicht mehr, mehr wahrscheinlich auch, aber mehr garantiert dir ganz einfach der Hersteller nicht. Das liegt einerseits daran, dass, ich nenne das jetzt so, das Filtermaterial so dünn ist und einfach verstopft und verkeimen kann, denn du kannst das nicht wirklich reinigen, also da gibt es jetzt keine große Möglichkeit dazu. Und das zweite ist natürlich auch die enthaltene Kohle, ja. Aktivkohle, Mikrokohle, die Aktivkohle, die hier enthalten ist, auch die bindet natürlich die chemischen Substanzen. Einige werden das dann nachher auch noch genau beschreiben. Und irgendwann bindet die einfach nicht mehr, denn Aktivkohle ist kein Filter, sondern bindet ganz einfach. Aber sei es drum, also insgesamt ein interessantes Konzept, denn du hast automatisch einen Behälter zum Fassen, einen Filter und dann gleich das Gluck-Gluck. Ah, ich zeig's dir mal, wie es geht. Ich bin in den Voralpen daheim und hier ganz in der Nähe ist das Buschkraftareal. Da ist alles Trinkwasserqualität. Also das wirklich maximal kontaminierte Wasser ist das hier in der Sandkistenhöhle von meinen Kindern. Das Wasser steht hier immer, wenn es geregnet hat und sickt dann wieder ab und wieder dazu. Schwimmen auf so kleine Viecher drin herum, Regenwürmer, Erde, alles. Also das ist das Kontaminierteste, was ich hier finden kann. Wie gesagt, es tut mir leid. Was Dreckigeres oder dreckig ist nicht der richtige Ausdruck, was Unsichereres kann ich nicht finden. Du nimmst den Behälter, ja, den Außenbehälter sozusagen, und da ist da eine kleine Markierung, bis daher geht man. So, wichtig ist, dass du sauber arbeitest, das heißt, dass nicht irgendwie Wasser ins Innere von diesem Behälter hier kommen kann, denn dann ist natürlich alles kontaminiert. Dann gehen wir her, stellen das hier auf, setzen jetzt einmal den Filter an, so, dann hier oben muss ich aufschrauben. Ja, weil sonst kann die Luft nicht raus und dann. So. So. Ruck. Und was ist jetzt passiert? Durch Zauberhand ist das Wasser hier innen drinnen und da trinke ich natürlich auch. Schmeckt halt nach Wasser, ja, nein, also der Trick ist ziemlich simpel. Du presst das Wasser eben genau durch diese Filterkartusche durch. Jetzt ist das Wasser hier im Innen, du siehst das Ganze auch. Und das ist der Schmäh dabei.
Das ist der Schmäh, nicht mehr und nicht weniger. Es ist natürlich nicht all das Wasser, was ich jetzt vorher in diesen Crail-Außenbehälter eingefüllt habe, auch tatsächlich umgefiltert worden oder umgebaut worden. Das ist okay, aber so funktioniert das Prinzip. Insgesamt eine, wie ich meine, sehr einfache und coole Variante. Geht auch relativ einfach. Wie gesagt, der Druck aufbauen, das geht schon. Und dann hast du im Endeffekt zwei Behälter. Einen mit den unsauberen und dann eben mit dem sauberen. Also funktioniert insgesamt toll. Also ich habe natürlich, jetzt bin jetzt kein Labor und kann das jetzt auch nicht nachtesten. Aber wie gesagt, kommt aus den USA. Und wenn das nicht funktionieren würde, gibt es Klagen. Also das ist einmal das Thema. Wichtig dabei ist Folgendes. Erstens, der hat eine begrenzte Lebensdauer aufgrund der Aktivkohle, die enthalten ist, und aufgrund des Filtermaterials, wenn ich das so nennen darf, das verstopft schneller. Und das bedeutet, also 250 Liter, 350 Mal kann man das tun. Und noch etwas ist auch wichtig. Das Wasser muss so klar wie nur irgendwie möglich sein. Also natürlich kannst du auch die absolute Dreckbrühe verwenden. Und damit dreckig meine ich jetzt nicht. Meine ich jetzt nicht unsicher mit Verkeimung, sondern ich meine wirklich Dreck, Sedimente, Schmutz. Schmutz, also unsauberes Wasser ist nicht automatisch unsicheres Wasser und sauberes Wasser ist nicht automatisch sicher. Also ich glaube, du kannst mir folgen. Aber du brauchst für diesen Filter unbedingt auch einen Vorfilter, denn sonst verstopft das sehr, sehr schnell. Und natürlich mache ich wie immer billige Eigenwerbung. Ich zeige dir auch, wie man das sehr einfach machen kann. Zum Beispiel in meinem Buch Die 10 Survivor-Regeln. Link findest du natürlich auch da unten. Du nimmst das sedimentierte, schmutzige Wasser und lässt es zum Beispiel durch, das da ist ein Taschentuch. Das geht auch mit einem Tampon oder mit dem Schemax-Schal, den ich habe. Gibt es auch bei mir im Shop natürlich. Und lässt das in ein tiefer liegendes Behältnis reinrinnen. Ja? Das zeige ich zum Beispiel in dem Buch. Oder bei meinen 600 Survival-Tipps, ja, wo es einen ganzen eigenen Bereich nur Wasseraufbereitung gibt. Ganz viele Informationen zu Wasseraufbereiten. Zeige ich auch einige Varianten her, wie man Wasser vorfiltern kann. Also das ist wichtig. Und da kommt jetzt noch ein Punkt dazu. Und ich höre gleich auf und ich mache gleich weiter bei dem Filter. Ich sehe ganz häufig irgendwas, auch bei meinen Survival-Trainings, wo Leute die Socken, wo ich zum Beispiel die Aufgabe stelle, komm, hol mir jetzt sicheres Wasser, ich möchte einen Liter sicheres Wasser von dir. Und dann kommen die Leute und zeigen, wie du das machst, lassen das durch einen Socken oder durch ein T-Shirt oder was und sagen so, es ist jetzt sicher. Und ich sage, wieso? Na, weil es Bear Grylls auch gemacht hat. Und nichts gegen den Bear Grylls. Nur das ist ein Vorfilter. Das heißt, ich filtere mir mein Wasser vor, damit ich es von schmutzig in sauber umwandle und dann das saubere Wasser noch einmal mit so einem Teil zum Beispiel in sicheres Wasser verwandle. Vorfiltern durch Textilien oder auch, das muss ich jetzt auch noch einmal loswerden. Ich weiß, ich nerve, aber das ist ja auch nicht nur ein Ausrüstungskanal hier, sondern es geht ja auch um Wissens zu vermitteln. Zum Beispiel auf der Seite 64 bei dem Buch, da zeige ich dir dieser Mythos hier mit diesem Schassfilter hier. Da, wo man irgendeinen Sand irgendwo hernimmt und dann. Das hilft auch nur bedingt. Es muss auch wirklich eine hohe Stufe sein, also ein hoher Filter. Und das Filtermaterial müsste im Vorfeld abgekocht werden. Und auch dann, lange Rede, kurzer Sinn. Improvisierte Methoden in der Natur haben ihre Berechtigung, aber können ein modernes Gerät, egal welche Firma, das ist jetzt egal, ich stelle halt gerade den vor, nicht ersetzen. Punkt aus. Und wie gesagt, die Bücher gibt es bei mir natürlich im Shop. So, jetzt wollen wir etwas tun und zwar die Kamera umstellen und etwas Böses tun. Und zwar diese Kartusche mal genauer unter die Lupe nehmen. Es ist so, dass der Hersteller sagt, man kann 250 Liter, 350 Mal kann man pressen, also 250 Liter. Und es werden Chemikalien, Arsen zum Beispiel auch, und Chlorverbindungen werden rausgebaut. Dann natürlich alle Viren. Ja, Rotaviren zum Beispiel fällt mir jetzt ein oder Hepatitis. Bakterien, kennen wir eh, Kolibakterien zum Beispiel, also die Kackbakterien, ganz unangenehm, und Protozoen alle. Ja, oder so gut wie alle. Das ist dieser Lockwert wieder, aber wurscht, sagen wir ganz einfach, so gut wie sicher. Und der Nachteil ist halt, aufgrund der Struktur, das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, der Nachteil bei dieser Struktur ist halt, dass du durch die Aktivkohle, die absorbiert, die chemischen Gefahren, und das feine Material, das hier verwendet wird, Filtermaterial, das der halt nicht ewig hält.
So. Also das muss dir bewusst sein, das wollte ich damit sagen. So, für die Krisenvorbereiter unter uns möchte ich auch noch eine kleine Information mitgeben. Haltbar sind die über 10 Jahre garantierter Hersteller, also wahrscheinlich noch viel länger. Und für alle anderen, denen Krisenvorbereitung nicht wichtig ist, aber sie sagen, wenn ich das mal verwendet habe, wie lang hält das Teil dann? Ja, 2 Jahre angeblich. Ja, ob das wahr ist, wer weiß. So, Krill. So schaut Krill von innen aus. Also, hier hast du diese kleinen Tubes sozusagen, oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die durch den Druck, ja, durch den Druck, hier kommt das Wasser rein und wird dann durch diese Membran wird das durchgepresst. Ja? Es wird da durchgepresst. Und da, dieses Ding ist so dicht und so fein und so undurchlässig und mit Aktivkohle sozusagen, aber in einer anderen Struktur, nicht so wie wir es kennen von Katadyn, wo man Pulver hat, sondern im Filtermaterial selbst sozusagen ist das mit eingebaut. Und das macht eben diesen Effekt. Und daher muss man da auch pressen. Das Ding ist viel dichter, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und das erklärt das eine oder andere. Und wenn du schaust, es sind auch insgesamt zwei, also es sind mehrere Kammern. Da ist der äußere Bereich, dann die erste Kammer und dann erst die innere Kammer. Und da ist dann im Endeffekt die Filterwirkung und Absorbwirkung vorbei, denn da kommt man dann schon wieder in den Behälter rein. So. Und so schaut das ganze Teil lustigerweise aus. Wenn du jetzt sagst, René, du bist verrückt. Ja, ich bin verrückt, denn ich habe jetzt gerade einiges an Geld sozusagen verbrannt. Denn so lange habe ich mit dem noch nicht gearbeitet. Der wird sicher noch ein paar hundert Liter gehen. Weil wir haben nur ein bisschen damit getestet und ein bisschen damit herumgespielt. Aber ist ganz einfach so. Wie gesagt, 10 Jahre in der Originalverpackung haltbar mindestens. Und 2 Jahre, wenn er mal benutzt wurde. Wichtig dabei ist, ich kann den nicht wirklich irgendwie ausputzen oder so, sondern der ist einfach so, wie er ist. Fällt schon runter. Wenn er nach dem Gebrauch, kann ich dir nur sagen, nimm ihn. Und stell ihn an einen luftigen, warmen Platz, damit er ganz einfach austrocknen kann. Also nicht im Behälter lassen, das ist sicherlich keine gute Idee, weil da hast du dann eine Schwammalzucht und so funktioniert dieses Teil. Ja, das war jetzt das Video zum Krill. Mag dir mal Daumen nach oben oder nach unten bitten und einen Kommentar. Kennst du das? Erzähl uns ein bisschen was. Was sind da deine Erfahrungen dazu? Und sowieso und überhaupt. Und Prost. Und Link findest du natürlich unten. Und auch den Link zu meinem Survival Coaching, den Survival Mentor, da besprechen wir auch das Thema Wasser wirklich im Detail und schauen uns an, dass du ein gutes Gefühl und auch gutes Wissen und gute Erfahrungen hast. Denn eines, und das kann ich da gleich dazu sagen, bei meiner langjährigen Erfahrung, ich muss einfach ein bisschen angeben, ne? Aber es ist wirklich so, es ist ja langjährige Erfahrung, das kann ich ja mittlerweile sagen, sehe ich, dass beim Thema Wasser die größten Unsicherheiten und auch die größten Defizite, also Probleme entstehen. Da glaubt man, eine One-Size-Fits-All-Lösung, also einfach so eine, das wird schon irgendwie passen, Lösung funktioniert, aber das ist falsch. Denn das Thema Wasser ist so komplex, es gibt so viele Gefahren im Wasser und damit meine ich nicht Krokodile, die dich fressen, sondern ich meine chemische Stoffe und biologische Stoffe. Und das zu verstehen, braucht einfach Zeit und da mag ich dir ganz einfach dabei helfen. Schau da unten den Link an. Schau mal rein beim Survival Mentor. Es lohnt sich auf jeden Fall. Link zu den Produkten findest du unten. Daumen nach oben oder unten. Kommentar, Abo, paar andere Videos zum Anschauen. Hab ich gefreut. Dann René Osman. Bis bald und ciao.